Einen kleinen Moment mal bitte. Horcht uns bitte zu, die Halle ist voll. Wir haben im Zelt alles vorbereitet. Das heißt, die Akkreditierung muss jetzt im Zelt erfolgen. Ich kann Ihnen aber versprechen, und das wird Ihnen Uli jetzt auch bestätigen, dass das neu gewählte Präsidium nach der Wahl zu Ihnen ins Zelt kommt. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir machen können. Das ist eine lapidare Ausrede noch. Es tut uns furchtbar leid, aber wir... Olympiahalle kostet 10.000 Leute! Ich glaube, ich bin völlig sprachlos und keiner konnte wissen, dass er... Der Höhle ist polarisiert, ist doch klar, oder? Warum steht die Zeit, wenn wir vorher nicht gewusst haben? Wir haben in der Halle mehr als 6.000 Plätze, die sind vollkommen überfüllt. Die Behörden haben uns nicht erlaubt, in die Halle mehr reinzulassen, als sie jetzt drin sind. Ich möchte... Ich möchte euch dringend bitten, um hier nicht die Dinge eskalieren zu lassen, dass wir eine Möglichkeit schaffen, dass ihr euch in das Zelt begibt. Das wird ja legendär. Es ist auch im Zelt Verpflegung, alles da. Ja, scheiß drauf! Wir kommen ja zu fressen. Es wird alles live übertragen, sodass man... Danke! Bleib das nächste Mal daheim auf der Couch. Da ist beim Livestream an. Super! Und das sagt sie aber hier live! Das sagt sie aber hier live! Das Zelt reicht vollkommen aus. Wir haben dort 2000 Plätze. Wir haben dort Getränke, der Verein hat Getränke vorbereitet, der Verein hat zu essen vorbereitet. Deswegen sind wir doch nicht da, nicht nur. Das Präsidium kommt in der vollen Stärke nach der Versammlung zu Ihnen. Absagen! 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 Outside!
Also, liebe Bayern, ich denke, wir sollten jetzt aus der Situation, wie sie jetzt ist, einfach das Beste machen. Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Der Augen, die Halle ist voll. Entschuldigung, jetzt müssen wir wirklich einfach... Man kann dann über alles reden, was gut war, was schlecht war, wie man es besser machen kann. Matthias, bitte. Jetzt, ich verstehe deine Enttäuschung, um Gottes Willen. Aber es macht es halt nicht besser. Es macht es halt nicht besser, wenn man jetzt wirklich den Emotionen so freien Raum lässt. Es ist ja nicht so, dass der FC Bayern sagt, Dankeschön, dass ihr hierher gefahren seid, jetzt geht es wieder nach Hause. Es gibt hier eine Alternative. Wir sind nun mal der mit Abstand größte Verein in Deutschland. Nein, das muss man an der Stelle sagen. Und Entschuldigung, wir lassen euch doch jetzt nicht im Kalten stehen. Drüben ist wirklich alles für euch vorbereitet. Und man hat Stimmrecht, Karl, natürlich. Man ist voll dabei. Wir haben natürlich innen drin wahnsinnig viele Kameras stehen. Man sieht hervorragend. Es ist de facto... Jawohl, jetzt ist aus. Es ist de facto... Das sind keine Mitglieder. Das schnalzt wieder. Jetzt. Glaubt es mir, dass die Plätze im Zelt mit Sicherheit besser sind als in der Halle hinter der Bühne. Das bringt relativ wenig. Und da sind wir auch schon voll, höre ich gerade eben, von Karl Hopfner. Und ich darf euch nur, ich denke auch eins, es ist jetzt vielleicht, ich verstehe das wirklich und ich denke, Uli, du verstehst es auch, dass hier Menschen natürlich dann enttäuscht sind, wenn sie jetzt... Durz euren Schnäuzer, wenn sie auch schon lange hier stehen natürlich und auch gehofft haben auf Einlass. Aber... Wie gesagt, wir müssen jetzt das Beste machen aus der Situation. Und ich denke auch, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, dass wir das jetzt bitte durchziehen, diese Jahreshauptversammlung. Und es auch einen gewissen Respekt auch ist gegenüber unserem Präsidium und gegenüber den Verantwortlichen, dass wir das jetzt nicht noch mehr in die Länge ziehen. Ihr Lieben, wir müssen es durchziehen, wir müssen es machen. Und man kann im Nachhinein über alles reden, nur es ist doch jetzt wirklich eine Alternative da. Also die Registrierung drüben im Zelt ist gewährleistet. Wir haben drüben alle, haben wir alle Möglichkeiten, dass drüben registriert werden kann? Gut, dann ist es nur meine Bitte letztendlich. Ihr habt Uli gehört, ihr habt Karl gehört. Meine Bitte ist, unsere Bitte ist, dass wir jetzt das Beste draus machen und dass wir bitte ins Zelt rübergehen. Diese Wahl wird angefochten. Leute, Herr Sonnen. Brief und Siegel. Da hättest du aber vorher mal besser organisieren dürfen. Es gibt eine Vereinssatzung vom FC Bayern. So, das Präsidium, meine Damen und Herren, mit dem Präsidenten Uli Hoeneß, sind Mann der Menge, Kanzler Professor Dieter Meier und das Präsidium. Bitte. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass es nicht geklappt hat, dass wir alle Mitglieder im Auditorium unterbringen konnten und dass sie uns natürlich sehr bedanken, dass sie am Ende doch Verständnis hatten. Das ist einfach heute nicht anders. Wir werden uns was einfallen lassen. Sie sind ja alle registriert, dass wir ihre Adressen haben, die hier drin waren. Entweder kriegen Sie einen Schal oder wir laden Sie mal zu irgendeiner Party in den Auditorium ein, wo das wir ich Ihnen super. Einen kleinen... Hey! Uli Hoeneß!
Und das wird auch nie mehr vorkommen und wir werden ein Fest gemeinsam machen, das ihr empfehlen könnt für das, was wir heute erleben. Genau. Ja, okay. Ich darf mich auch für Ihre Geduld bedanken und für Ihre Stimme. Wir werden das Versprechen wahrmachen, unseres Präsidenten. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich jetzt da geblieben sind und nicht gleich nach Hause marschiert sind. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das Ganze heute doch mit Ihrer Hilfe im geordneten Rahmen abwickeln konnten. Und wir freuen uns auf die gemeinsame Präsidiumszeit mit Ihnen als Superfans und Mitglieder. Vielen Dank. Den keiner kennt. Aber wir haben das gerade gehört, was Uli, der neue Präsident, und Professor Niedermeyer gesagt hat, ich habe es aufgeschrieben. Und damit behalte ich es in meinem Herzen und das kommt sicherlich so, wie es Uli auch gesagt hat. Freuen wir uns auf eine tolle Saison und Ihnen möchte ich nur sagen, in Respekt und Anerkennung, dass Sie hier in diesem Zelt dann trotzdem ausgehalten haben. Das ist Fanbereitschaft, das ist Chorgeist, das gibt es nur beim FC Bayern. Wir sind hier. Danke schön. Zusammenstehen. Es ist jetzt eine Situation entstanden, die wir lange nicht gehabt haben, dass wir Jäger sind, aber es ist auch was Schönes, wenn man ins Spiel geht und weiß, es ist spannend. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Mannschaft motivieren, sensibilisieren, auf die neue Situation einstellen und gemeinsam schaffen wir sowieso alles. Alles Gute und bis zu unserer Party. Okay? Ja.